Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen schon mal an alle, die sich im Chat eingefunden haben. Herzlich willkommen nach, glaube ich, über 3 Monaten zu einem Stream von eurem Hansa-Fan. Meine Lieben, es ist endlich wieder so. Ja, endlich mal wieder ein Stream, würde ich sagen. Ich habe meine YouTube-Videos gesehen, da war letzte Woche ein bisschen Erkältung drin, deswegen auch leider nur ein Video wieder. Also, deswegen nur ein Video, weil die Erkältung dann doch gerade schon reingekickt hat. Das ist irgendwie, das zieht sich so ein bisschen durch, würde ich fast sagen. Seit zum Ende von FIFA 21, dass wir keine regelmäßigen Videos mehr mit der Union-Karriere schaffen. Sonst hätten wir die letzte Saison ja eigentlich längst durchgeschafft. Dann kam erst im Sommer Urlaub und dann, hallo? So leise Musik hier oder was? Kommt bestimmt gleich. Da war erst Urlaub und so weiter. Und dann war es irgendwann so weit, dass ein bisschen die Lust fehlt. Und auch mittlerweile, oh Gott, jetzt fehlen mir schon die Worte. Leute, ihr seht jetzt, ich bin das Streaming nicht mehr gewohnt. Ich vergesse die Worte, die ich sagen wollte. Wo auch die Leute die Lust verloren haben auf FIFA 21. Also man hat es ja wirklich gemerkt, die letzten Wochen, FIFA 21 ist dann doch, ja doch, sagen wir schon mal, echt ausgelutscht, ne? Also, wobei meine Zweifel ja bei FIFA 22, dass der Karrieremodus sich nicht so verändert. Aber wir schauen uns ja mal ein paar Videos an von ein paar YouTubern. Wird heute also eher ein reiner Lava-Stream. Ich werde heute kein Gameplay zeigen von meinem FIFA, so werde ich die Hansa-Karriere zu Ende bringen. Ich glaube, das wird auch nichts mehr. Dafür habe ich leider zu spät angefangen wieder zu streamen. Ich würde sagen, es wird viel besser, wenn wir frischer reinstarten. Also wenn das so alles so stimmt, dann kommt ja ab Mittwoch diese EA Play 4-Version von FIFA, ne? 22. Da werde ich mir nochmal genau umgucken. Also wir gucken bei Dico rein, bei Hansos gucken wir noch gleich rein. Die haben da, ich habe mir da ein paar Videos gemerkt mit FIFA 22 mit Wolfsburg. Ja, Leo, du hast gut reden. Ich meine, Originalstadion ist, aber ich werde nicht mit Wolfsburg anfangen. Nee, ich glaube, das wird nicht so viele Klicks bringen. Ich überlege tatsächlich, mit einem anderen grün-weißen Verein anzufangen, nämlich mit Werder Bremen, ehrlich gesagt. Weil die zweite Liga, die hat was, ne? Die Gründe, warum ich mit Hansa nicht spielen werde, sind eigentlich klar, ne? Also ihr wisst es, warum ich mit Hansa nicht spiele. Mit Hansa im Livestream, klar, da werden wir bestimmt wieder eine Livestream-Karriere machen, definitiv. Also das können wir gerne in Angriff nehmen, aber wir werden nicht als YouTube-Projekt, wer ist grünstehender Fisch, Werder Bremen. Ja, ich weiß, aber es hat was, ganz ehrlich. Werder hat was in dieser zweiten Liga. Ich meine, HSV könnte man auch nehmen, aber ich glaube, HSV nehmen auch zu viele. Beziehungsweise ist auch dieses, die letzten Jahre, glaube ich, auch zu sehr ausgelutscht gewesen. Boah. Dann lieber Schalke. Aber, wenn ich Schalke in den letzten 9 Jahren nicht schon so überstrapaziert hätte auf meinem Kanal, dann hätte ich es auch gesagt, ja. Aber Werder Bremen hatte ich tatsächlich auch schon mal bei FIFA 14 eine Karriere, aber die lief auch nicht so wirklich. Zum einen, weil ich damals mit dem Gameplay überhaupt nicht klar kam. Zum anderen, weil mir die Mannschaft überhaupt nicht lag. Heute könnte das anders sein. Ich könnte auch Hannover nehmen, aber die mag ich ehrlich gesagt gar nicht. Und ich will eigentlich vermeiden, dies dann Erstligist zu nehmen. Also ein Zweitligist reizt mir eigentlich schon. Und dann auch mit Originalstadion logischerweise. Denn es gibt ja einige Zweitligisten, die auch ein Originalstadion haben bei FIFA. Regensburg. Ne, die haben kein Originalstadion. Auf FIFA. Ich hab Bock auf ein Originalstadion. Das wäre viel cooler. Übrigens, habt ihr bestimmt gemerkt auf mein Victoria Berlin. Ist ja wieder Drittligist und kein Originalstadion. Hört ihr mir zu? Mein Gott. Victoria Berlin hat auch was. So ein Berliner Club. Ich meine, gut, wir haben jetzt Union, ne? Bielefeld. Bielefeld hat Originalstadion jetzt tatsächlich. Stimmt, die Schüko Arena ist drauf. Aber ist auch wieder Erstligist. Das ist dann wieder so eine ähnliche Karriere wie jetzt mit Union. Ich würde schon ganz gerne einen Aufstieg mitnehmen. Also wenn, dann würde ich richtig einen Champions League-Kandidaten nehmen. Was aber auch irgendwo langweilig ist. Frankfurt hatten wir bei FIFA 20. Die hat nichts getaucht. Die will ich nicht jetzt schon wieder wiederholen. Dortmund nimmt auch jeder Zweite. Ja, von Werder habe ich gerade gesprochen. Dortmund nimmt auch jeder Zweite. Bayern ist extrem öde, würde ich nicht machen wollen. Wolfsburg, ich sag's ja. Leo, du machst mich fertig. Die VW-Millionen nochmal gut einsetzen. Ja. Wenn sie dann wirklich noch so viele Millionen kriegen würden vom VW, ne? Das ist die nächste Sache. Hannover fände ich auch geil. Moin, Johnny. Aber ich mag Hannover ehrlich gesagt nicht so. So, wir schalten oben PC-Aufnahme. Zack, den sehe ich aber auch nicht. Mein Chat, doch klar, den sehe ich doch hier. So. Vor der Tür, liebe. Also, Paderborn, ja, hätte auch was, oder Köln, aber das sind alles so eine ähnlichen Karrieren wie jetzt dieses Jahr mit Union Berlin, ne?
Das ist ja das Ganze. Aber ich muss mich jetzt erstmal informieren über FIFA 22, Leute, damit wir einen Zeitplan haben. Für dich, St. Pauli. Bist du lustig? Nicht. Freunde, alle. Also, wie gesagt, wir gucken jetzt hier von Dico. Das solltest du über die FIFA 22 20 Stunden EA-Play-Phase wissen. Auf geht's oder führt. Ich glaube, da ist das Originalstadion nicht drauf. Das kommt erst nächstes Jahr dann, das Originalstadion. Was ich übrigens auch richtig kacke finde, ist, dass es die scheiß PS5 noch nicht überall gibt. Das ist zum Kotzen. Also im Prinzip kann ich ja nicht mal von den ganz neuen Super-Duper-Features, die FIFA anbietet dieses Jahr, gar nicht profitieren, weil ich noch gar keine Möglichkeit hatte, mir die PS5 zu besorgen. Das kommt noch dazu. Also jetzt mal im Ernst. Die hauen da ein Spiel raus, wo es richtig geile Features. Ich weiß nicht mal, welche Features es wirklich im FIFA 22 Karrieremodus für die PS4 noch gibt. Oder ist der Karrieremodus von FIFA 22 auf der PS4 noch komplett gleich wie FIFA 21? Dann können wir auch Union weiterspielen. Nee, jetzt mal im Ernst. Weiß das einer? Aber wir gucken erstmal weiter hier. Die sind so blöd. Kaum einer hat die Chance gehabt, eine PS5 zu haben, außer die ganzen YouTuber, wozu ich nicht gehöre. Und dann kriegt man dafür 20 Stunden Bonus auch noch. Also, die haben schon genug Glück, die PS5 zu haben. Und dann kriegen sie noch einen Bonus, dass sie 20 Stunden spielen können. Die anderen nur 10. Was ist das für ein Quatsch? Ach Das Ganze dann. so, jetzt kapiere ich's. Ach so. Also die PS5-Besitzer haben jetzt nicht den Vorteil, dass sie insgesamt 20 Stunden. Ja, haben sie theoretisch schon. Aber die können halt auch nur 10 Stunden auf der PS5-Version spielen und 10 Stunden auf der PS4-Version. Alles klar, habe ich gecheckt. Also die haben halt jetzt den Bonus, dass sie länger spielen können, aber richtig was bringen tut es ihnen ja nicht, weil es ja nur 10 Stunden PS4, 10 Stunden PS5 sind. Okay. Gebe ich zu, es ist okay, sehe ich ein. Also 10 Stunden hat man zur Verfügung mit der Early-Version. Heißt also, am 22. ist Mittwoch, kommt diese 10-Stunden-Version. Die muss ich mir quasi aufteilen bis zum 1. Oktober, wann dann die Vollversion kommt, oder wie? Heißt richtig verstanden? So war es im letzten Jahr zumindest auch. Aber war der Zeitraum auch so groß letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr war es nur eine Woche. Das ist ja diesmal keine Woche, ne? Naja, fast. Fast eine Woche. Anderthalb Wochen. Aber kriege ich das überbrückt? Coins wert, Leute, achtet Ja, darauf. gut, Coins interessieren mich jetzt nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich kein Food spiele. Dann gucke ich mal gleich noch bei Hansus rein. Der hat ja das gute Video mit dem Create a Club gemacht. Es Da ist haben mal. wir es. Ja, gleich mal. Oh, ohne Werbung. Ist ja ein Ding. Ja, moin, Basti. Grüß dich. Gucken wir mal da mal rein, wie das läuft mit dem Create a Club. Vielleicht. Gucke ich denn ja halt mal, nimm keinen anderen einen echten Verein, sondern erstell halt wirklich einen Verein. Die Möglichkeit gibt es ja dann auch. Aber erstmal reinschauen, weil mich hat das noch nie so richtig gereizt, vor allem finde ich für YouTube. Mich hat es noch nie gereizt, für YouTube einen eigenen Verein zu erstellen und so. Es gab es ja schon mal mit dieser EA Creation Suite, ich glaube bei 13, 14, 15 oder so war das mit drin. Da hatte ich auch mal tatsächlich meinen PSV erstellt drin, aber einfach nur für Just for Fun. Nie daran gedacht, sowas auf YouTube zu bringen. Zumal es ja immer schwierig ist mit den Namen, die man dann veröffentlicht und so weiter und so fort. Ne? Das kann man höchstens als ganzes Community-Projekt nehmen, was ich mir sehr gut für einen Livestream auf jeden Fall vorstellen kann, aber nicht für ein YouTube-Projekt. Auf YouTube finde ich persönlich, macht es doch mit einem richtigen Verein mehr Spaß. Oder? Was sagt ihr? Ich weiß nicht. Ansonsten an sich, was ich noch sagen wollte, Frage ist ja wirklich, lohnt es sich, warte, ich mach kurz das große Bild an, zack, lohnt es sich denn tatsächlich, Kolle Pieks, alles klar, du sagst ja, okay, wozu meinst du jetzt ja? Ich weiß ja nicht, wie weit das Delay jetzt ist, deswegen weiß ich jetzt immer nicht genau, wie. Worauf ihr euch bezieht. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, durch diesen Early Access EA Play Gedöns, ne? Wir hatten ja in den letzten zwei FIFA-Jahren dieses sauhaft freche Ding von EA, dass man die Kader nicht aktuell hatte. Da ist jetzt also die Frage, gibt es denn mit EA Play Start in diesem Jahr sofort aktuelle Kader? Das, was du gesagt hast. Ich kann mir nicht mal merken, was ich heute zu Mittag gegessen habe. Alles klar, alles gut. Ich glaube, ich kann im Grunde genommen nachvollziehen, was du meinst. Nee, gibt es denn beim EA Play Start am 22., also übermorgen, gibt es da die aktuellen Kader? Das ist die große, große Frage.
Weil aus meiner Sicht lohnt sich kein Karrieremodus-Projekt ohne aktuelle Kader. Ich weiß, die ganzen YouTuber, die Großen, die werden es trotzdem sofort durchziehen, weil denen die Kader sowas von scheißegal ist, weil so viele auf Realismus scheißen ohne Ende. Und das nervt mich auch leider immer so bei den ganzen größeren YouTubern, dass die auf Realismus sowas von scheißen. Die lassen sich da von jeglichen Namen, der da reingeschmissen wird, in den Topf sagen, hier, hol den und den. Ja, aber ein bisschen Realismus müssen wir achten, ne? Ja, wir holen ihn trotzdem. Also, deswegen, ich hätte schon gerne vor allem die erste Saison, vor allem die erste Hinrunde, komplett ohne Transfers auch immer zu spielen, weil das macht dann schon am meisten Spaß. Wenn du dir von dem Kader, der vorhanden ist, du kommst dahin, der Kader steht, der Kader ist so, wie er jetzt ist, mach mal. Und dann kannst du im Winter anfangen, langsam deine Philosophie durchzubringen, beziehungsweise wenn es sogar schon läuft mit dem Kader, dann klappt, dann passt es ja, dann musst du nicht so viel machen. Aber ich hasse es, sofort in erstes Transferfenster. Boom, 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 boom. Ich meine, wenn da keine aktuellen Kader sind, dann kannst du da sofort alles rinknallen, ja. Aber wie gesagt, das macht mir persönlich dann absolut keinen Spaß. Also den Karrieremodus wird es dann halt sofort geben mit EA Play Start, wenn denn auch tatsächlich die Kader aktuell sind. Das werde ich auschecken. Ich weiß noch nicht, ob ich da Mittwoch einen Stream zu bringen werde oder vielleicht sogar Donnerstag, weil wenn es ab 17 Uhr erst zur Verfügung steht und wie ich meine Internetleitung kenne, meine Playstation kenne, braucht ihr ein bisschen, also ich glaube vor auf 23 Uhr werde ich dann wahrscheinlich nicht spielen können, dementsprechend eventuell werde ich dann Donnerstag einen Stream machen, wo ich zum ersten Mal mit euch zusammen in FIFA 22 reinschaue und dann checken wir zusammen, ob es die aktuellen Kader sind und dann können wir meinetwegen gerne schon die Karrieremodus, die Livestream-Karriere anfangen und die YouTube-Karriere müssen wir gucken, die werde ich dann im Nachhinein natürlich aufnehmen und dann zeitnah die erste Folge bringen. Wenn jedoch die Kader nicht aktuell sind, dann bringt es mir nichts. Dann muss ich auf ein Kader-Update warten, dann kann ich auch auf YouTube noch nichts bringen. So viel dazu. Also, das ist so, wie ich vorgehen werde. Ich werde erstmal gucken, wann ich das Ganze runterladen kann am Mittwoch. Wie schnell das geht. Ich werde mir noch mein EA Play-Dingsbums wieder vollklatschen. Hauptsache, ich vergesse wieder nicht zu kündigen. Ich habe die letzten 2 Jahre 2 Monate jeweils bezahlt. Weil ich vergessen habe zu kündigen. Also spendet ruhig. Das war ein Witz. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja. So werden wir es denn angehen, dann am Mittwoch, beziehungsweise Donnerstag. Also eventuell wird es dann wahrscheinlich Donnerstag einen Stream geben, wo wir dann zusammen erstmals in die FIFA 22 Karriere reinschauen. Mit welchem Verein wirst du die Karriere 22 starten? Ja, da sind wir gerade noch am überlegen, Call of Peaks. Da sind wir noch am Leben. Ich würde auf jeden Fall nicht wieder so einen Verein nehmen wie Union Berlin. Das hatten wir jetzt ja in FIFA 21. Wenn ich jetzt Vereine wie Bielefeld, Köln oder sowas nehme, also so unteres Drittel Bundesliga oder Mittelfeld-Bundesliga, dann haben wir eine ähnliche Karriere wie jetzt, dann ist es ein bisschen öde, finde ich. Entweder nehmen wir einen dicken Fisch, also Bundesliga liebe ich ja total, würde ich auch am liebsten bleiben, nehmen wir entweder einen dicken Fisch, aber Bayern ist kacke, Leipzig mag ich nicht, Dortmund nimmt jeder Zweite, Wolfsburg, auch wenn Leo sich freuen würde, da bleibt ja dann nicht so viel leider. Frankfurt-Gladbach wäre interessant halt, ne? Leverkusen eventuell auch noch. Oder wir gehen diesmal in die zweite Liga, weil die ist ja auch wohl der Hammer und da gibt es einige Originalstadien. Deswegen tendiere ich da schon sehr zu Werder Bremen. Schalke ist natürlich auch immer eine geile Option, auch wenn ich Schalke schon so sehr in den letzten 9 Jahren auf meinem YouTube-Kanal penetriert habe. Ne? Also ich erinnere nur an die geile FM13-Karriere. Ich erinnere an den Karrieremodus in FIFA 15 und FIFA 16 mit Schalke 04. Hat enorm viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich 17 hatte. Boah, schwierig. 18 hatte ich Preußen Münster, 19, 17 hatte ich Hertha probiert, genau, da habe ich irgendwann meinen Spielstand gelöscht, das war auch super. Oh mein Gott, unprofessionell, aber geil, ich sag's immer wieder. Ja, was ist noch interessant? Schalke, HSV ist natürlich auch extrem interessant in der zweiten Liga. Nürnberg fällt mir gerade ein, auch nicht schlecht, hat ja auch ein Originalstadion. Hannover hat ein Originalstadion dabei, aber reizt mich jetzt auch nicht so sehr. Ja, das ist aber so noch, was ich hier mit euch hier quatschen wollte, was hier am meisten Anklang findet, mit welchem Verein wir anfangen. Nein, Ostseestadion ist nicht drauf. Nein, nein, es werden Feyenoord oder so. obwohl Feyenoord hat Originalstadion, ne? Wenn ich mich alles täusche, oder war es PSV Eindhoven? Feyenoord oder PSV Eindhoven? Feyenoord hat Originalstadion gekriegt, glaube ich, dieses Jahr. Nee, Ostseestadion ist nicht original drauf, nein, nein. Dafür muss Hansa erstmal wieder erste Liga kommen. Also frühestens ist das Ostseestadion in FIFA 24 drauf. Heißt, wenn Hansa dieses Jahr aufsteigt, dann ist ja immer erst ein Jahr nach dem Aufstieg in die erste Liga das Stadion original drauf.
Versteht ihr? Bielefeld zum Beispiel ist letztes Jahr ja aufgestiegen. Dieses, also, ja, Bielefeld war in FIFA 21 erstmals Erstligist. In FIFA 22 ist dann auch das Stadion nachgezogen. Also so geht das. Und alle Originalsteine aus der zweiten Liga waren ja vor nicht allzu langer Zeit in der ersten Liga. Deswegen sind die mit drauf, weil die halt immer jeweils noch drin waren. Ja, deswegen tendiere ich am meisten mit zu Werder Bremen, glaube ich. Weil ich finde das Stadion echt schick. Ich war da schon mal selbst im Stadion. In Bremen, im Weserstadion. Und Bremen hat halt wirklich so viel Potenzial, ne? Ja, und hat schon eine geile Truppe. Der Duxch, ne? Der rasiert schon ordentlich da vorne. So. Aber jetzt gucken wir doch mal, was der Creative Club zu bieten hat. Gucken wir beim Hansos rein. Hier. Nein, sind nicht alle zwei Liga-Stand drauf. Achso, sollten. Ja, da bin ich auch dafür. Die grüne Pest. Ja, irgendwo Hater wird man immer finden, bei jedem Verein, wo man anfängt. Gut, wir ziehen durch. Wir gucken uns jetzt hier den guten Hansos an. Oh, es geht 25 Minuten das Video. Na, ich bin gespannt. Gucken wir mal, was er mit Creative Club gemacht hat. Wie gesagt, ne, es ist zwei Tage FIFA 22. Ich informiere mich jetzt erst das erste Mal so richtig über FIFA. Da sieht man mal, dass man aus meiner Sicht nicht viel Neues hat, was man bieten kann. Oder ich lasse mich einfach überraschen, sehen wir es so. Ich sehe es nicht so negativ, ich lasse mich überraschen. Mal wieder die Zeit des Jahres gekommen. Servus oder so und herzlich willkommen zu meinem allerersten richtigen FIFA 22 Video. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich. Dank EA darf ich jetzt schon dieses Video bringen, darf ich jetzt schon aufnehmen. Das ist aber natürlich noch die Beta, deshalb alles auf Englisch und das Spiel ist natürlich auch noch nicht final. Da können sie noch Dinge ändern. Wir werden heute natürlich gemeinsam eine neue Karriere starten. Ey, und allein dieses Menü sieht schon richtig, richtig geil aus. Wir starten natürlich als Manager zur Spielerkarriere. Kommt dann die Tage auch noch was, denn da gibt es ja auch endlich mal richtig viele Neuerungen. Lasst übrigens sehr, sehr gerne einen Daumen da auf dem Video und abonniert meinen Kanal für weitere. Okay, das Menü hat wirklich was, aber ist ja auch wieder nur PS5, ne? Da. Der Name ist wie immer Bernie Hansus. Bis hierhin ist auch alles so, wie man es kennt, aber jetzt ändert sich das. Denn hier kann man sich jetzt dazu entscheiden, seinen eigenen Verein zu erstellen. Und das wollen wir natürlich gemeinsam tun. Ich nenne den Club jetzt einfach mal FC FIFA 22 und nicht Hansus FC, weil zudem werde ich dann noch eine richtige Karriere höchstwahrscheinlich machen, sobald das finale Spiel raus ist. Den Spitznamen können wir hier einstellen. Biggest Snakes auch der. Da kann man sich auch die Preview dazu anhören. Black Cat, Sparrow, Cheers, Chef. Ich werde das alles so falsch aussprechen, aber ist schon richtig geil, was man dem eigenen Verein da so für Namen geben kann. Wir machen jetzt einfach mal United draus. Ich denke, das passt ganz gut. Der kurze Name ist FIFA 22. Molle, danke erstmal an 10 Zuschauer gerade. Sehr krass, sehr nice, dass ihr reinguckt. Übrigens, wir sind aktuell bei 90 Followern, ne? Ich habe mir überlegt, bei 100 Followern plane ich einen 12-Stunden-Stream. Hätte ich Bock drauf, mach die 100 voll, dann sehen wir uns 12 Stunden lang. Wir ein Team ersetzen und wir wollen natürlich in die Bundesliga. Ist einfach für die allermeisten von uns das Interessanteste, denke ich mal. Und da tauschen wir jetzt... Sorry, liebe Fürther, ich tausche Greuther Fürth raus, einfach weil die mit Abstand die schlechteste Mannschaft haben. Unseren Rivalen müssen wir einstellen und dann nehme ich doch direkt den FC Bayern, einfach weil ich natürlich schon einen richtig guten Club erstellen möchte, weil wir jetzt heute für das Video nicht so viel Zeit haben. Es geht ja vor allem darum, sich einfach mal alles anzuschauen. Und dann möchte ich natürlich direkt mal den FC Bayern Konkurrenz bieten und die deutsche Meisterschaft gewinnen. Ich bin jetzt direkt zum Stadion gegangen und hier können wir uns erstmal das Hauptstadion auswählen, was wir da haben wollen. Und die sind nach Größe sortiert. Also nach Sitz. Haben die immer noch keine neuen generischen Stadien drin? Oh, Leute, ernsthaft. Dann ist dieser Modus ja auch bloß aufgeweicht und aufgespült. Du kannst jetzt einen Verein erstellen. Hier hast du ein paar Trikots, hier hast du ein paar Stadien. Die Stadien haben wir nur schon seit 10 Jahren dabei, aber ist egal. Ah, Leute, ey, das gibt so viele kreative Stadion-Designs, die man erstellen könnte. Warum haut man da nicht bei FIFA auch neue Stadien? Ich meine, es ist geil, dass es immer mehr Originalstadien gibt. Klar, macht das Spiel auf jeden Fall authentischer. Aber auch andere generische Stadien, weil wenn jeder im Waldstadion spielt, ist es doch öde wie sonst was. Oder jeder im Odromo oder weiß ich wo. Können die da nicht etwas mal machen, dass man da neue Stadien hat? Selbst hier jetzt für Creative Club, da hätte ich doch lecker 10 neue generische Stadien geballert. Nö, ihr habt den neuen Modus, ihr seid zufrieden. Ultimate Team, wer bietet zuerst mehr Geld?
Plätzen halt. So eins mit Laufbahn gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Stadion Olympic hat ja auch eine Laufbahn. Odromo auch. Was ist denn das erste ohne? Stadion Hankook? Aber da sitzen die Leute ziemlich weit weg. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, so das Waldstadion, da kannst du halt echt wenig dagegen sagen. Und dann benennen wir das noch um in natürlich FIFA 22 Stadion. Und so nehmen wir das dann. Und jetzt können wir halt noch einige weitere Dinge anpassen. Ich weiß auch noch gar nicht, was für Farben ich überhaupt nehme für meinen Club. Die drei Farben im Hauptmenü waren ja blau, orange und so ein lila. Dann machen wir es einfach mal in die Richtung. Weiter geht's zur Farbe der Sitze. Blau und orange haben wir schon. Jetzt fehlt eben noch das lila. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, ob ihr das schön findet so. Oder welche Farben ihr da nehmen würdet. Jetzt geht's weiter zum Rasen. Ach, und da können wir auch das Netz einstellen. Hier ist Farbe und Muster. Ja, das ist cool. Dann haben wir hier noch so ein bisschen die Form, aber da bleibe ich auf alle Fälle bei dem hier. Das sieht so viel besser aus. Und da kann man theoretisch noch so Hexagons nehmen. Aber das Standardmäßige finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schöner. Hier würde ich jetzt gerne wieder zu Blau und Orange greifen. Oder einfach nur sowas hier. Boah, die Auswahl ist so groß. Ach komm, wir nehmen einfach das. Und dann stehen unsere Netze, Rasenmuster. Ich finde das ja mit den Football Lines ganz witzig. Aber es ist jetzt trotzdem nicht das, was ich am schönsten finde. Ich glaube einfach so breite, horizontale Echt jetzt? Die haben Rasenmuster drin, dass man da vor Football gespielt wurde. Die Farbe der Linien kann man natürlich noch anpassen. Die Tore sind ja jetzt blau, dann gehen wir hier auf die orange Farbe. Ist dann auch direkt perfekt, das ist dämlich. Wenn wir im Winter spielen sollen. Ich würde nie andere, als weit andere Linien nehmen. Der Rasen soll so richtig schön saftig grün sein. Ich meine, ist doch viel schöner als sowas hier. Wobei das natürlich alles Geschmackssache ist. Jetzt bleibt nur noch ein Punkt fürs Stadion, das ist die Atmosphäre. Wir können einen eigenen Tor-Sound einstellen. Da haben wir jetzt eine Auswahl aus 16 Liedern. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das nochmal mehr wird, bis das richtige Spiel dann rauskommt. Ich werde mir jetzt hier nicht alle durchhören. Wir nehmen einfach Love Me Again. Ganz kurz die Preview davon. Das nehmen wir. Wir können einstellen, was unsere Zuschauer singen. Da gibt es halt ganz, ganz viele Vereine jetzt. Und auch da kann man jeweils Probe hören, wie sie das denn dann im Stadion... Aber auch kacke, dass man dann halt nur... Einfach mal Sport. Hört ihr überhaupt was? Ich habe es doch viel zu leise, glaube ich, eingestellt, ne? Leute, sagt doch was. Redet doch mit mir. Redet doch mit mir, dass der gute Hansos viel zu leise ist. Alles gut, okay. Ton ist super. Ach, war echt super, ja? War nicht zu laut, der Hansos? Gut, dann mache ich das wieder ein bisschen, dann stelle ich ihn wieder ein bisschen leiser, weil ich glaube, jetzt ist er zu laut, oder? Club Freiburg. So richtig passend ist ja da nichts, muss man sagen, weil wir ja auch nicht Freiburg sind. Hieran so. Sieht man eindeutig, dass es eine Beta ist. Das sind die Sounds, die abgespielt werden. Ja, zu laut, okay. Ich hab's jetzt wieder ein bisschen leiser gemacht. Okay, so. So, was ich sagen wollte, ist ja auch richtig lahm, ehrlich gesagt, wenn da halt wirklich nur die Fangesänge der anderen Vereine sind. Was bringt mir ein erstellter Verein, wenn ich die gleichen Fangesänge wie Liverpool habe? Kann man da nichts... Wenn die Spieler rauskommen aus dem... Sorry, aus meiner Sicht ist die Idee eines eigenen Vereins zu erstellen natürlich richtig gut bei FIFA. Aber warum zum Teufel ist das so eine aufgewärmte Kacke, wie es sie schon mal gab? Im Tunnel, wenn es losgeht, kurz vorm Spiel. Und wir nehmen jetzt das hier. Also ihr merkt schon, man kann sich da echt ewig damit aufhalten. Und wir haben ja gerade erstmal angefangen. Das war ja nur die Stadionerstellung. Wir machen weiter mit dem Logo. Da wählen wir erstmal die Grundform aus. Ist halt auch okay, wieder alles ganz viel Geschmackssache. Mein FC Hansos Logo ist einfach viel. So ein rundes Ding. Das heißt, jetzt will ich definitiv was anderes machen. Wir gehen mal auf so ein Karo. Unsere Hauptfarbe ist das dunkle Blau. Aber was ist mit den anderen Farben jetzt? Kann ich da hier scheinbar nur eins einstellen oder wie? Oder ist das abhängig von der Form? Weil dann nehme ich doch was anderes. Aber hier kann ich auch keine andere Farbe einstellen. Okay, ich habe jetzt mal ein bisschen rumprobiert. Eine weitere Farboption habe ich immer noch nicht gefunden. Vielleicht stelle ich mich auch einfach extrem dumm an. Aber dafür gibt es hier ein paar richtig geile Logos. Und am meisten feiere ich immer die, wo nichts draufsteht. Das hier ist ein gutes Beispiel mit dieser Wespe oder Biene oder was auch immer es ist. Wahrscheinlich eher eine Biene. Ja, so hier richtig freue ich mich noch nicht drauf. Einstellen. Weil, wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es jetzt nicht so viel Neues, was jetzt sagt, boah, ist das krass. Zumal, wie gesagt, welche Features sind denn in FIFA, welche Features sind denn auf der PS4 noch vorhanden? Ist denn alles genauso wie auf der PS5? Dann würde es mich auch nicht reizen, eine PS5 zu kaufen, ne? Ja, natürlich kaufe ich es mir, ich will es ja auf YouTube bringen. Ich will es ja natürlich auf YouTube bringen, deswegen hole ich es mir. Und natürlich will ich mit dem aktuellen sein, naja. Also mir macht es jetzt nicht Spaß,
Ein Kumpel von mir zum Beispiel, der hat sich ein Jahr später immer erst die aktuelle Version geholt. Brille wieder mit dem Blau, die zweite Farbe natürlich Orange und als dritte Farbe das Lila. Name und Nummer in Weiß, das ist gut sichtbar dann. Und jetzt gibt es hier Trikots von Adidas, haufenweise Trikots von Adidas. Umbro gibt's, Nike, also auch verschiedene Marken, genauso stellt man sich das doch vor. Puma, New Balance, ja, das ist natürlich richtig, klar. Richtig geil. Und da kann ich mir jetzt eins auswählen, ich möchte nicht lang rumtun. Das ist so der Nigeria-Style, dieses eine Trikot, was übel gehypt war. Komm, dann nehmen wir das doch einfach. Ich muss sagen, in der Originalfarbkombination sieht es nochmal deutlich besser aus. Aber es geht ja jetzt nicht hier darum, dass ich die allerschönsten Trikots aller Zeiten designe. Das ist jetzt das Auswärtstrikot. Ich musste dann natürlich auch wieder Nike nehmen, damit es zusammenpasst. Und damit steht der Teil unseres Vereins. Und wir kommen zur Mannschaft. Und auch da kann man jetzt wieder richtig viele Dinge einstellen. Unter anderem, wie hoch die Erwartungen vom Vorstand sind. Für dieses Video mache ich einfach mal alles auf ganz, ganz niedrig. Über die Custom-Einstellung, damit wir auch ja nicht rausgeworfen werden. Ich denke mal, viele von euch werden es genauso tun. Unser Transferbudget können wir setzen und das geht bis zu 1 Milliarde Euro hoch. Beziehungsweise hier jetzt 1 Milliarde Pfund. Aber ich denke mal, mit Euro wird das dann genau das Gleiche sein. Wir können einstellen, wie alt unsere Mannschaft ist. So im Durchschnitt halt, denke ich jetzt mal. Wir nehmen für heute jetzt mal eine jüngere Mannschaft. Nicht extrem jung, aber eher jünger. Und vom Rating her kann man jetzt schon extrem hoch gehen. Dann hast du direkt eine absolute Weltklasse-Truppe. Und hier siehst du auch die Spieler, die sind alle komplett neu generiert. Das sind keine echten Spieler oder so. Aber man kann sich dann natürlich echte Spieler dazu kaufen. Also man könnte sich theoretisch 1 Milliarde Euro geben, dann das Team extrem schlecht machen, alle davon verkaufen, um sich dann halt so sein Dream-Team zusammen zu kaufen. Wobei da dann vielleicht so ein bisschen die Challenge fehlt. Für das heutige Video will ich aber auch gar nicht wirklich eine Challenge. Ich nehme direkt mal 5 Sterne, das Maximale, was geht. Drücke auf Weiter und dann kommen wir nochmal zu den Einstellungen und hier drüben sieht man auch schon, die Europa Conference League ist dabei. Unsere Währung ist Conference League ist auch dabei, na ja, cool. Das lassen wir auf Loose. Wir brauchen keine Angebote von Nationalmannschaften. Die Transferphase bleibt aktiviert und dann gehen wir rein. Unsere Karriere lädt. Und jetzt gibt es sogar nochmal extra eine Animation. Damit hatte ich 0,0 gerechnet. Ich als Trainer werde vorgestellt. Endlich ist sowas mal im Spiel drin. Das gab es ja schon mehr oder weniger in den Newsbeiträgen. Aber so ist es schon nochmal deutlich cooler. Ja, aber diese Szene hat man sich auch nach 2, 3, 4 Mal echt satt geguckt. Weil sowieso keine Rolle für uns spielt. Genau das habe ich gemeint, den Newsbeitrag. Aber das nochmal so extra zu sehen, ist schon richtig nice. Transferbudget, wisst ihr ja, richtig, richtig viel Geld. Jetzt schauen wir aber auch direkt mal in die Mannschaft rein. Und da haben wir vorne im Sturm einen 92er Heinonen. Das ist ein Finne mit einer 92er Gesamtstärke. Holler hat einfach 5 Sterne Spezialbewegungen und 5 Sterne schwacher Fuß. Grüne mit 5 Sterne Spezialbewegungen. Also wie gesagt, das wird dann alles komplett neu generiert. Diese ganzen Spieler hier. Wie alt sind die dann alle so? Der ist zum Beispiel 18. Der Heinonen ist 29. Gut. Also du hast nicht nur junge Spieler in der Mannschaft drin. Aber ich habe ja auch eingestellt, dass das keine so extrem junge Mannschaft ist. Für das fällt mir aber auf, dass wir echt viele alte Spieler haben. Aber wahrscheinlich sind dann die auf der Bank vor allem eher jüngere Leute, oder nicht? Oder ich habe bei der Einstellung irgendwas falsch gemacht. Aber ist ja auch egal. Wir haben auf alle Fälle eine richtig, richtig starke Truppe. Ich schaue trotzdem mal, ob ich da nicht noch ein bisschen mehr rausholen kann. Eigentlich war schon klar, dass da nichts geht. Trotzdem habe ich eine wichtige Anpassung vorgenommen. Und zwar habe ich auf Viererkette umgestellt. Das heißt, die beiden Außenverteidiger werde ich umtrainieren. Und dann kaufen wir uns auf alle Fälle noch einen Stürmer dazu. Denn ich möchte das jetzt so ein bisschen im Sprint-to-Glory-Style angehen, die Saison. Zumindest eine werden wir komplett durchsimulieren. Erstmal geht's bis in den Januar. Und dann später noch ganz bis ans Ende der Saison. Wobei wir jetzt ja nicht in der Champions League mitspielen. Wartet mal kurz. Ja, ich habe die ganze Karriere jetzt nochmal neu starten müssen. Aber ich habe alles gleich eingestellt wie vorher. Und jetzt sind wir auch in der Champions League mit dabei. Die Spieler heißen jetzt natürlich alle wieder ein bisschen anders, beziehungsweise haben auch andere Gesamtstärken. Gefühlt ist das Team nochmal besser geworden. Und jetzt werde ich auch nicht auf Viererkette umstellen. Ich kaufe uns aber auf alle Fälle einen neuen Keeper und komm, neuer Stürmer muss auch wieder her. Oha! Davon gibt es also auch neue Cutscenes, wie der Spieler jetzt da reinkommt. Ich wollte jetzt eigentlich direkt zur Verpflichtung springen. Von Manuel
Neuer, denn um den geht's hier. Jetzt seht ihr es auch links oben. Ich biete 12 Millionen Euro. Die wollen 14,3. Ja, da bin ich doch sofort am Start. Und schon haben wir einen Deal. Sieht schon richtig cool aus. Ich fürchte halt nur auf Dauer. Ne, das sind jetzt neue Cutscenes. So die ersten paar Mal ist schon richtig nice. Aber wenn man die da ein paar Mal gesehen hat, dann wird man die auch trotzdem wieder überspringen. Ich denke, da führt kein Weg vorbei. Ja, genau. Das ist auch, was ich meinte. Das Roller hat dann natürlich crucial bei uns, der gute Manu. Mir fällt auch auf, dass ich hier gerade gar nichts überspringen kann. Also ich hoffe mal, das ist dann nachher anders. Wobei das schon alles viel schneller geht. Ich denke, das war EA auch wichtig. Die haben halt gemerkt, dass es alles ein bisschen zu lange dauert. Also ihr merkt, auch mit Cutscenes kann man sich das schon echt geben. Release Clause soll natürlich keiner bekommen. Und jetzt geht es nur noch ums Gehalt. Und da können wir natürlich mehr bieten als der FC Bayern. Der bekommt auch nur 82.000 Euro pro Woche. Wir geben ihm jetzt mal 200.000. Das ist, denke ich mal, ein Angebot, was er nicht ablehnen kann. Jawohl, und da ist sie, die erste Neuverpflichtung, Manuel Neuer. Dadurch haben wir natürlich noch dazu jetzt einen Konkurrenten geschwächt, den FC Bayern, und haben uns einen richtig, richtig starken Keeper dazu geholt. Und jetzt hole ich uns auch noch Kylian Mbappé für 200 Millionen Euro, aber wir haben die Kohle, ja. Da gönnen wir uns jetzt auch die kompletten Cutscenes, den Handschlag und so weiter, damit ihr das mal gesehen habt. Richtig, richtig nice. Ich habe es jetzt auch nochmal versucht mit dem Überspringen und es geht doch, es geht nicht. So gut, was kommt da jetzt noch? Kommt da jetzt noch irgendwas Interessantes? Ist auch nicht oder komplett alles. Es ist jetzt nur die Karriere. Ja, hier spielt er das Spiel halt. Karrieremodus. Ja, sieht auf PS5 natürlich noch ein bisschen detaillierter und cooler aus. Das ist mir schon klar. Er hat simuliert am Ende. Hat die Champions League dann auch gewonnen, denke ich. Ja, so ist es. Ja, gut. Okay. Reicht dann, glaube ich. Mehr brauchen wir dazu nicht sehen. Also, meine Lieben. Create a Club, auf jeden Fall sehr cool. Ist aus meiner Sicht... wartet, ich muss wieder das Fenster umstellen. Ich muss wieder auf da. So, Create a Club, auf jeden Fall an sich eine coole Sache. Aber nicht für ein YouTube-Projekt geeignet aus meiner Sicht. Deswegen wird es auf jeden Fall eine Sache werden für einen Livestream. Und eventuell können wir damit ja, wenn halt die... die Kader noch nicht auf aktuellen Stand sind, dann können wir meinetwegen sicherlich auf jeden Fall mit diesem Creator Club auf jeden Fall anfangen. Und dann kann das auch ein Community-Projekt werden. Dann werde ich hier die Spieler nach euch mitbenennen und so weiter und so fort. Das wäre auf jeden Fall eine coole, coole Sache, meines Erachtens. Womit wir in den FIFA 22 Karrieremodus reinstarten können. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Wie gesagt, ich prüfe das erstmal. Eventuell gibt es dann Donnerstag den ersten Stream, wo wir dann auch mit dem Creator Club anfangen werden. Das ist auf jeden Fall der Plan, meines Erachtens. Und dann gucken wir, wie gesagt, wie das ist mit dem aktuellen Kader. Weil wenn die Kader noch nicht aktuell sind, dann bringt es aus meiner Sicht einfach nichts, für die YouTube-Karriere anzufangen. Deswegen, ja, ist jetzt die große Frage, wie fahren wir fort mit der Union-Karriere in FIFA 21? Auch nochmal einen extra Stream machen und das da fertig machen? Oder tatsächlich noch Folgen bringen, die letztendlich leider nur noch sehr, sehr wenig geklickt werden auf YouTube? Gerade die letzte Folge von letzten Dienstag, die hat nicht mal 100 Klicks zusammen bis heute. Das ist extrem ärgerlich, meines Erachtens. Also 100 Klicks habe ich schon als Ziel, dass die auf meine Videos kommen in der aktuellen Zeit. Und deswegen hat mich das auch in letzter Zeit nicht mehr so motiviert jetzt auch, weil halt auch die Resonanz nicht mehr fehlt. Ich verstehe es aber total, denn es ist ausgelutscht. Das Union fallen, ja. Ja, fallen lassen nicht. Also ich habe es ja schon in mein Video heute gesagt auf YouTube. Die Union-Karriere, aufgrund des Supports von euch allen, da über das ganze Jahr jetzt eigentlich, seit Oktober letzten Jahres, dank des Supports von euch und das habe ich ja dazu getrieben, das Ganze weiterzumachen und hat auch extrem Spaß gemacht. Und ich finde, diese Karriere hat einen richtig guten Abschluss verdient und wir wollten ja unbedingt noch mindestens die Europa League erreichen. Wird schwierig. Also ich tendiere da eher jetzt quasi echt zu einem Abschlussstream mit Union. Wie gesagt, es ist ja jetzt hier EA Preseason und so weiter, ne? FIFA Preseason, FIFA 22 Preseason. Bah, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Und wie gesagt, Union soll wir können ja dann. Ich tendiere halt, wie gesagt, zu einem Abschluss-Stream mit der Union-Karriere. Ganz einfach, denn Folgen, das bringt nichts mehr. Die Union-Karriere als Stream, als Abschluss, kann man dann als volle Folge, als letzte finale Folge sozusagen hochladen. Also so würde ich das angehen wollen. Also Union-Karriere, wie gesagt, dann gehe ich zu einem Abschlussstream. Vor allem, wenn eben
Vor allem, wenn eben dann die Kader im FIFA 22 noch nicht von Anfang an aktuell sind. Das ist so eine Sache, die wir jetzt in den nächsten Tagen rausfinden werden. Und ja, so soll es werden. Damit würde ich sagen, bin ich jetzt richtig gut vorbereitet für FIFA 22. Jetzt bin ich informiert. Was es jetzt noch genau für Features gibt, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber wie gesagt, da lasse ich mich dann auch gerne überraschen, ganz einfach. Also wie gesagt, Donnerstag ist dann der erste FIFA 22 Stream geplant. Mittwoch werde ich mir das Ganze schon mal runterladen, um mal anzutesten. Und dann wollen wir sehen, wie was da abgeht. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall doch, so ein bisschen gehypt bin ich jetzt schon. Doch, ein bisschen gehypt bin ich jetzt. Ein bisschen Bock habe ich auf FIFA 22. Es ist halt die neue Ära. So, meine Lieben, also, das war's für heute. Macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao. Danke, dass ihr da wart.